Okay, okay, das Handy brauche ich auch noch, genau, für ein bisschen Licht. Keller, wir sind gerade die DHL-Wagen, das ist stressig. Flugzeug! Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Paluten baut seine Butze um. Dieses Mal allerdings in Form eines kleinen UFO-Vlogs, denn wir haben es gerade 20.26 Uhr. Ich muss mich jetzt gleich ins UFO bewegen, denn meine Kinosessel sind endlich da. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich habe heute den ganzen Tag so ein bisschen gehasselt in Sachen Videos, den Schlüssel alles fertig zu bekommen, weil ihr wisst ja, vom 14. bis zum 21. bin ich im Skiurlaub und dafür muss natürlich ein paar Videos müssen ein bisschen produziert werden. Wetter.de Köln. Wie viel Grad haben wir jetzt gerade draußen? Okay, maximal minus 8 Grad. Das bedeutet, wir müssen uns warm einpacken. Und weshalb ich mich beeilen muss, denn ich habe gerade gefragt, wenn noch alles im UFO ist. Und Smurf und Revi sind scheinbar noch da. Und ist ja ganz nett, wenn die auch irgendwie am Schlüssel sind. Habe ich jetzt hier eigentlich mal die ganzen Sachen abgemacht? Ach, stimmt, ich habe auch noch mega Kohldampf. Ich habe noch nichts zum Abendbrot gegessen. Das ist aber kein Problem, denn ich hole mir, glaube ich, irgendwie einen Döner oder so. Da müsste doch vielleicht irgendwas auf dem Weg sein. So, dick eingepackt bin ich. Rucksack mitnehmen. Haustürschlüssel. Wo habe ich denn den schon wieder? Mann, ich hoffe echt, dass ich schnell genug bin, sodass die Spießer noch da sind. Schaffen wir das? Ja, wir... Ach, da ist die Kamera. Okay. Ich glaube, ich packe euch wieder... Es tut mir, ich will euch da wirklich nicht reinstecken. Aber es geht nicht anders. Das muss ich euch die ganze Zeit in der Hand tragen. Hört auf, euch zu... Hier, komm jetzt noch rein. Oh Leute, ist das kalt draußen. Das ist echt nicht so schön. Ich habe aber, es hatte noch einen Dönerladen auf. Hallo, hier riecht's nach Farbe. Oh. Hallo. Das ist aber groß. Zieh das mal rein. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehr sieht. Aber das ist ein fettes Ding. Da waren meine ganzen Klamotten drin. Und da ist die komplette Couch drin. Ich habe ja hier noch Kram. Und die guten alten Haustiere, die Salzwasserkrebse. Da sind die Dinger. Und falls ihr euch jetzt denkt, Opi Dissel, der ist mal wieder ein alter Nimmersatt. Nein, ist nicht. Ich habe entweder Smurf oder Revi einen mitgebracht. Das Problem ist, was mir nach dem Kauf erst eingefallen ist, Revi ist doch Vegetarier, oder nicht? Deswegen ist es letztlich nur für Smurf. Ich gehe einfach mal gucken. Wir sehen uns gleich wieder, dann werde ich mich um die Couch kümmern. So Leute, die ganze Meute ist da, zumindest 50% der Meute. Wir gucken jetzt mal, wie die Kinosessel hier gleich rauskommen. Ja, eigentlich müsste man die tatsächlich... Ja, egal, das kriegen wir schon hin. Pass auf, es geht schnell. Ein bisschen Angst, nur marginal. Ja. Oh, da kommen die ersten Sachen schon entgegen. Ah, halt's Maul. Da ist ja ehrlich so ein... Ja, das ist so ein Cupholder. Aber was ist das denn? Du, das Ding sieht schneller aus als... Ansatzweise gucken, wie das eigentlich funktioniert. Ja. Kriegt man jetzt aber nicht mehr raus, ne? Hä? Also siehe, das hier muss eigentlich da so zwischen. Wie das denn? Das ist auf jeden Fall, guck, das ist die 2, das ist die 1. Da macht man erst den dran, dann die 2 in die Mitte. Nein! Egal, das machen wir irgendwann später. Man kriegt das hier nicht mehr raus. Ja, das machen wir. Darum kümmert sich Zukunftsbiedesel. Jetzt muss ja irgendwie, ich glaube, man lehnt sich eigentlich. Get scammed! Woo! Muss man das hochziehen? Oh, ah, ist der Knopf? Ah, Ach, hier an der Seite, oder? Ja, genau, da ist so ein Knöpfchen. Ah. Jetzt haben wir immer Opa Pidizzle, der jetzt hier in seinem Zimmer gehen wird den ganzen Tag. Ja, aber ich krieg ihn nicht so. Kriegst du nicht hoch? Das sind so richtige Ami-Sessel, ne? Ich bin da also nicht fett genug für. Ich bin nicht fett genug. Ich komm nicht. So, jetzt. Okay, das hört sich gerade nicht gesund an. Das hier ist so nicht richtig. Ja, das sind die für das Ding. Das soll auf die beiden Stahlkoppel, die da noch rausgucken. Deswegen ist das hier auch... Das hier ist auch nicht richtig drin. Ja, ja. Oh, oh.
Tja, aber das Ding ist auch schief. Ja, das habe ich gut gemacht. Das ist auch gar nicht richtig drin. Kriegst du das denn wieder raus? Das ist die Frage. Ja, weil der auch richtig drin war, glaube ich. Aber der hier ist halt ein bisschen... Boah! Fangen wir ihn in die Mitte. Aber da ist ja auch kein Loch drin. Wie setze ich den denn da drauf? Doch, da. Und der, guck da. Die beiden Löcher lang. Sprich quasi so. Ich glaube, ich wusste die Anleitung jetzt. Einfach so die einfachste Scheiße der Welt. Stimmt so. Und vor allen Dingen, wir sind zu dritt. Ja, drei Männer, die an einer Sache arbeiten. Das stimmt nicht richtig hier, guck mal. Lass mich mal, warte mal. Wir machen mal. Geht doch. So. Kommen jetzt die anderen Willis da noch drauf. Das war vernünftig. Und dann lüpft er. So. Vielleicht sind die andersrum. Andersrum! Ach so. Ach Mann, wie doof sind wir denn? Ich hab gesagt, die ist falsch geliefert worden. So. Das ist jetzt drauf. Ich hatte immer Angst, dass es da. Also hier ist es perfekt drauf. Nee, das ist definitiv gut. Hier mach du mal, du hast deine perfekte Handgriff, die du hier hast. Oder? Oder ist das so richtig, weil das schon drauf ist? Also weil der runtergenäht ist, was? So, ist das doch gut. Kinders. Er wird erstmal die Hose hochgezogen, dann wird sie hingesetzt. Dann machen wir hier, wo ist hier? Oh, ist das super. Ist das klar. Oh, der hält aber nicht. Wie kann ich denn jetzt? Oh. Ja, ich brauche da einen Fernseher. Und dann gucke ich hier so ein bisschen. Du kommst immer zum Fernsehen hier hin. Ja. Was ist dein eigenes Fernsehzimmer? Ja, endlich. Komm hier, dann komm ich so rein, Mordo, und dann guck ich mal. Bin ich aber, wenn du jetzt schon so ein Ding hast, möchte ich auch einen Fliesentisch hier dran sehen. Ja, der kommt noch. Der Fliesentisch kommt noch. Nice one. Hat auch überhaupt nicht lange gedauert. Den ich mal aufrecht? Du musst dagegen. Okay. Und dann, wenn er das nochmal locker lässt, kommst du hier hoch. Ja, das ist super. Warte mal, geh mal kurz zur Seite. Ich glaube, ich möchte es zumindest so. Aber ich hatte das angedacht, dass das Ding hier in die Ecke kommt. Also es muss natürlich ein bisschen von der Wand abstehen. Und dass ich dann hier, ich zeige das mal den Leuten ganz kurz. So, hier steht das Ding. Ist noch nicht die optimale Position. Und dass da dann ein Fernseher hinkommt. Oder ich packe die hier hin und da kommt dann noch ein Fernseher oder so. Die Mülleimer ist halt genial, ne? Was da rein muss, das Ding muss, pass auf, du holst hier irgendwo randvoll Popcorn, da kommt da komplett Popcorn rein. Oh ja, ich packe erstmal. Wenn das jetzt passt, ne? Es passt einfach perfekt. Wie kriegst du das wieder da raus? Nie wieder. Ja, okay, das ist das Salzkrebse Hauptquartier. Perfekt, da kann ich Salzkrebse züchten, bis ich 50 bin. Ja gut, ich habe einfach so viel Pappe. Überall verfolgt mich Pappe, Leute. Was weißt ist denn da los? Wenn du den Paket mal kannst? Ja? Du kannst es verschicken. Erstmal ein Paket dann verschicken. Stimmt, Alter. Gib mir das heiße Messer, ich verschicke mich mit dem heißen Messer, Junge. Stimmt. Alter, das ist der YouTube-Trend 2017. Jungs. Abfahrt. Ja, warte, du musst auch die Kamera mitnehmen. Warte, hier. Okay, mach zu. Wenn du siehst, was okay. Safe ist, nimmst du. Nein, kein Feuer. Mach zu. Jetzt simuliert mal die Fahrt. Okay, Leute, wir sind gerade. Oh, Scheiße, Mann, wir sind gerade im DHL-Warenlager. Wow, Alter. Okay, das Handy brauche ich auch noch. Genau, für ein bisschen Licht. Okay, Leute, wir sind gerade im DHL-Waren. Alter, das ist doch stressig. Flugzeug! Okay, ich glaube, wir sind in Australien angekommen. Hey, guys. Hallo, how are you? Alright, Party People, wir haben es jetzt, lass mich mal ganz kurz nachgucken, 23.18 Uhr, das ist ja völlig verrückt. Und Rivi ist schon nach Hause gegangen, Smurf ist noch ganz, ganz fleißig, der macht jetzt noch gerade einen Zoom, nein, noch einen krassen Zoom hier drauf, guck mal da. Viel Spaß hier noch, Smurf, ich gehe jetzt nach Hause. So, wir hatten auch gerade noch darüber geredet, dass es teilweise komische Leute in Köln gibt. Smurf wäre das eine Mal fast abgestochen worden und das ist jetzt kein dummes Dahergelaber, sondern da war jemand, der hatte kein Obdach. Und der hat ein bisschen Remi-Demi gemacht und ein Messer gezogen. Kann man mal machen. Also mal gucken, ob ich das vielleicht überlebe, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Wenn nicht, rette mich, Lassie. Tschüss, Marv! Oh, Leute. Da war kalt. Oh. Hä? Nochmal der Blick. Sieht fast ein bisschen traurig aus, dieser kleine Minitisch. Große Couch, Minitisch. Den geben wir noch irgendwie ein Power-Up, ein Level-Up.
Hier haben wir nochmal Mount Pappmoor. Also wir haben auf jeden Fall wieder ganz gut Pappe gegained. Jetzt mal gucken. Oh, Alter, hier ist aber dunkel. Hallo? Oh, guck mal. Da leuchtet ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Zack, zack. Dann gehen hier nämlich die beiden Dinge an. Das habe ich mal irgendwann gemacht. Oh, die Nase, die lippt aber auch. Dann haben wir doch mal wieder ein bisschen was geschafft. Mal gucken, wie spät wir das jetzt haben. Lass uns mal überraschen. 23.34 Uhr. Da kann man schon mal so einen Tag irgendwie, da kann man schon mal Ende machen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, UFO läuft, da muss der Sekretär noch aufgebaut werden, der Teppich ausgerollt und dann brauche ich da auf jeden Fall noch einen PC oder Laptop drin, um VR aufzunehmen. Das war's, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne einen kleinen Like da, würde mich echt freuen. Ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag, haut rein, ciao, ciao.